Damit willkommen zurück. Das kostet 3 mit mir, dem Drake. Und wir nehmen hier die nächste Stadt ein. Voraussetzt, mein Kollege ist hier mal nicht so dumm zum Springen. Ich bin eigentlich den ganzen Tag hier irgendwie am Neueinstellen von irgendwelchen Soundsachen. Irgendwas stimmt hier hinten und vorne nicht. Oh. Vorsichtiger vorgehen. Ich bin ein paar viele. Ich habe ja noch keine Rebellenpower. Oh, da hat sogar keiner hinterher. Und wo? Ach du Scheiße. So. Einmal in die Weichteile. Leck. Ich bin ja nicht richtig diesmal. Zauberer Schuss. Gut, Alter. Noch 300 davon. Ne, ich habe euch. Das ist ein großer Unterschied. Ich würde sagen, wir holen mal ganz schnell Verstärkung hier, sonst dauert das vermutlich noch eine Woche. Ich weiß nämlich nicht, ob die so lange spawnen, bis du hier Verstärkung gerufen hast. Schockierend. Dem ins Gesicht. 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, die haben hier reich. Was war das denn? Oh, es regnet. Das ist immer wieder. Ah, das hat gezählt als Treibstofftank zerstört. So, den da hinten haben wir ausradiert. Hier holen wir uns schnell Verstärkung. Genau zur rechten Zeit. Kommt die Tür auf. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Polizeistation haben wir. Was da oben alles los ist. Haut er mich einfach. Sterbt alle. Weg. Meistens Pistolenammo. Mit der Polizeistation. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Der hängt da ein bisschen fest. Ich helfe dem mal. Oh. Festhalten. Warte, ich suche mir eine bessere Stelle aus zum Ziehen. Naja. An alle Einheiten. Zielperson ist entkommen. Ja, ist okay, halt die so. Augen offen. Ich brauche Ammo. Wo ist denn hier meine Ammo-Kiste? Da hinten war irgendwo eine, wa? Oder ich irre mich doch jetzt nicht. Ne, genau da. Ich brauche MG-Ammo. Scheiße, die hat keine MG-Ammo. Da war welche. Oh. Oh nein. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Gib mir mit ihrer scheiß Verstärkung die ganze Zeit. So. Wir verlieren die Kontrolle. Ach was. Alles easy. Den Ammo einsammeln. Oh. Was ist da draußen los? Bitte komm. Warum antwortet niemand? kleiner Kurzstreckenflug hier. Das haben wir, Statue, ein paar Schilde, nicht nur das.
Oh, kann... Solltest du eigentlich Speed holen? Speed holen. Ja, aber brauche ich ja auch. Sonst ja nicht. Das ist geil. Jetzt mal, ihr Mistkerle. Wie sie halt immer erstmal den Kopf so ein bisschen hängen lässt. Ein Schild. Und eine von Gelleranissimos Statue. Und los geht's. So. Gut, ich gebe zu, ich bin bereit. Hat das nicht erreicht? Jetzt hat's erreicht. Bringen wir es hinter uns. Wir brauchen Hilfe. Ach, ihr braucht gar nichts. Hier erledige ich das Problem. Alle Einheiten hierher. Feuerwerk. Arschlecken, Feuerwerk. Straßenspinnen, 3 von 5. Eine Stadt nach der anderen. So schaut's aus. Und irgendwo hier ist ein kleines Raffaello-Band. Vorsichtig! Ah, dürfen Sie hier landen? Oh, weniger. Oh, war vermutlich ja immer in der Gasse. Wow, das ist aufregend. Die Ravellos Männer wurden aus Alberto Pero vertrieben. Viva la Revolution. Jetzt. Halt, steh nicht noch dran. Jetzt. Tag 65. Es wird Zeit für eine Tragödie, die Präsident Dante erneut in unsere Basis führen wird. Aber vorher muss ich mein kleines Lamm zur Schlachtbank führen. Heute Nacht setze ich ihm einen Floh ins Ohr. Das ist ja widerlich. Eine Garage, die brauche ich jetzt aber gerade nicht. Oh ja, tatsächlich funktioniert, weil da hinten wissen wir ja schon, dass da eine Base ist. Wenn nicht, will ich den sein Auto hier konfiszieren. Aua! Oh, alter Schiff, was? Was war das denn jetzt? Hallo, eigentlich ist das doch ranziehen an das Fahrzeug. Danke. Diese Fahrzeuge. Oh, der liegt auf der Straße wie ein Brett. Schön drunter durch. Gar nicht aufgefallen. Echt cool. Vor. Ah, das hat der Wagen ausgehalten. What the fuck? Oh, der hier. Jetzt wird's mir dann doch zu heiß. Komm schon. Habe ich jetzt echt den Typ getroffen? Ich habe echt den Typ getroffen. Auf 800 Kilometer habe ich den Typ erledigt. Super Sache, geht dem ja schon mal nicht mehr auf den Sack. Das gleiche machen wir ja gleich mit dem. Oh, nicht an sie getroffen. So, dann kurz hier runter. Schnell das Ding gehackt. Oh, da stehe ich hoffentlich günstig. Okay, damit ich schon mal den habe. Falls hier irgendwas Großartiges schief läuft. Ah. Ich brauche hier Schwung. Jetzt komme ich nicht über den Stacheldraht. Ja, spring doch. Mensch. Harter Leck, what the fuck? It's Showtime. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Oh, da. Den hat's aber weggeblasen. Das machen wir wieder mit ein bisschen Sprengsätzen.
Obwohl die Frage, das teste ich nachher mal, wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Toll. Ob das irgendwie so hier geht. Sieht ganz gut aus. Den da müssen wir noch wegblasen. What the fuck war das? So geil. Ah, herrlich. Ey, da macht das Ding da den übelsten Tornado. Den übelsten Tornado um das Ding ringsrum. Herrlich. Fenno 2. Wie viel waren das jetzt in Fenno? Ja, eine fehlt noch und das ist die hier. Awesome. Das heißt, wir schaffen diese Folge auch noch Fenno. Nice, dann haben wir es gleich geschafft. Dann können wir dann auch die Hauptbase machen in der nächsten Folge. Ah, Ammo. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Heiße Sache. Kleine Stadt noch und dann geht's ab an die Hauptbase der Region und dann machen wir auch endlich wieder Missionen. Flatter, 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 flatter. Flack. Wir versuchen es ja nicht erst friedlich. Das zählt nicht, ist da gar kein Lautsprecher mehr dran. So. Weichei. Alle Einheiten hierher. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Oh, oh, oh. Gerade am Nachladen, Ball. Ab ins... Eieiei. Viel Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Das sind viele. Jetzt sterben die wieder nicht. Boah, hier, da kommt ein ganzer Bus. Gut, dass ich mal ein bisschen Ammo finde. Nein. Aufhören, mal Verstärkung zu schicken. Reicht doch wohl langsam. Wie viele von euch soll ich denn noch abmorksen? Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen! Lauf! Adios, Arschloch! Kurz stehen bleiben, weil er dann genauer ist. So einfach kann das gehen. Eine Polizeistation habe ich noch. Schilder habe ich noch. Zeit, dass wir uns mal in die Lüfte begeben. Er hat einen Fallschirm. Seht euch das an. Oh, oh, da ist ein Band. Das wäre sonst schief gegangen. Spring! Tag 66. Bonnet ist tot. Ich habe ihn mit einem Genickschuss getötet, ehe er reden konnte. Sein brutaler Angriff hätte Ausbilder Duschku fast das Leben gekostet. Während die Sanitäter ihn wegbringen, sehe ich Schuld und Reue in seinem Gesicht. Ich habe seine Hand gehalten und ihm Mut gemacht, als er dort lag, in seinem und in Bonnets Blut. Hey, sie! Aufhören! Nö, nö. Na, das ist angefangen. Warum leuchtet da hinten was rot? Ah, ich muss ja so Türme aktivieren. Das ist das wieder. Okay, okay. Na toll, das hat nicht gereicht. Das machen wir aber erst ganz zum Schluss, wie immer. Ich brauche noch einen Funkturm. Und ich brauche noch Schilder. Lautsprecher. Eine Polizeistation. Hier ist der Rundtank. What the shit? Also bevor die das hier überhaupt mitkriegen, hole ich direkt mal meine erste Welle raus. Gefängniszellen. Verstärkungswellen. Jetzt Ammo tanken. Ich glaube, steckst du dich nicht dahinter. Feige Sau. Was soll das denn, ey? Oh. Ja, ich mache übrigens mal ganz selten Dauerfeuer mit den Dingern. Ich stehe da überhaupt nicht drauf, weil die dann so ungenau werden.
So, das war die eine Zelle. Das war die andere Zelle. Da hinten ist gleich die dritte. Dann lenken die auch so ein bisschen das Feuer auf sich. Das finde ich total awesome. So muss das sein. Okay, erledigt. Dem ins Gesicht. Ah, das war eher in die Brust, aber ich glaube, das ist ihm egal. Alter, was ist denn hier los? Dauerfeuer. Ja, wow. Kurz seinen eigenen wegrasiert. Läuft der mit? Oh, das ist ein Feind. Gar nicht gesehen. Ja, piss dich, ey. Lebt er noch? Nee. Der ruht sich da erstmal aus. So, haben die Pistolen oder was haben die? Ah ja, die haben wieder Pistolen. Das ist ein Gefangener. Nein, jedes Mal das Gleiche. Zu einem Ort kann er sich hinziehen, aber... Naja. So hätte es gereicht. Einfach nur drücken. Oh, das kann er nicht. Die Polizeistation ist erledigt. What the fuck? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Was war das denn jetzt? Packt mir das Auto. Was zur Hölle? Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs für euch. Was ist denn hier nicht richtig mit dem Ort? Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Nacht ist geworden. Ich muss mal hier ganz hoch mich irgendwo verstecken und... Dieser Bug macht mich so sauer. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. So, ich brauche Schilde, Türme. Ich sehe aber auch einfach ja keinen Turm nicht. Die Stadt geht ja noch bis davor. Vorne ist sowohl ein Turm als auch ein Schild. Ah ja, da sehe ich den Turm. Suche abbrechen. Zurück auf eure Posten. Na, perfekt. Ein bisschen auf das Schild einballern. Da fehlt noch eins. Gucken wir mal, die. Also normalerweise sind die ja immer am Ortseingang. In dem Fall nicht. Ich glaube, um das zu sehen auf der Map, muss ich zufällig mal in der Nähe gewesen sein. Noch ein Band. Tag 75. Der Tag der Abschlussfeier. Die Flagge weht morbide auf Halbmast. Ausbilder Duschku hat in seinem Rollstuhl eine Rede gehalten, in der er meinen Mut im Angesicht des Bösen lobte. Die Männer lieben mich. Der erste Bauer ist gefallen und mit stoischer Gelassenheit bereite ich meinen nächsten Zug vor. Da ist es. Okay, das ist ein bisschen sehr weit weg für die Knarre. Hat aber gereicht. So, und dann war ja irgendwo eine Burgruine. Ah, hier sehe ich ja schon die ganzen... Ach, das sind die rot leuchtenden Teile. Und ich dachte schon, die haben ja irgendwo Lampen verteilt. Okay. Wie viel sind das? 3 Stück. Na, fliegt er durch die Luft. 3 Stück sind easy. War aber schon wissen, wo der dritte ist. Ja, wenn es jetzt nicht wieder buggen würde. Gott sei Dank habe ich noch Zeit ohne Ende. So, wo ist die Fahne? Da ist das Rathaus. Wir fliegen ganz kurz drüber und dann machen wir von der anderen Seite hier eine Landung. Zack. Was zum? Hey, Fahne hissen, stark. Wieder eine Stadt unter unserer Kontrolle. Und da freut sich auch die Olle. Ja, 5 von 5. Nice, eine Provinz fehlt noch. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Und das ist hier die Hauptstadt, oder dieses Hauptding.
fahren wir am besten. Klauen wir uns hier irgendwo ein Auto und fahren dann wirklich hoch. Oh, hier Feuerwerk aus der Wand. Yay. Halt. Da brauche ich gut. Da muss ich gut Strecke gut machen, um bis da hoch zu kommen. Hallo, meine Freunde. Es gibt gute Nachrichten. General Di Ravellos Truppen wurden aus dem schönen Städtchen Babica vertrieben. Aber unser Kampf geht weiter. Da ziehen wir lieber einen Fallschirm, sonst lande ich gleich wieder im Gemüse. Das hat erschreckenderweise funktioniert. Ja, super. Ja, das war doch mal ein kleiner Aufschwung. Wollte eigentlich diese Folge noch da hoch, weil das jetzt ungern Teil der nächsten Folge werden sollte, aber... Ach, das geht da recht fix hier ab durch den Wald. Oh. Bisschen am Berg lang hier, sonst kann ich mich nämlich nicht festhalten. Wow, da bin ich auch gleich oben, brauche ich nicht hochfahren. Ach ja. 600 Meter sind's noch. Ist alles schon... Ach, dieses Ping-Pong macht's immer, wenn ich irgendwas entdeckt habe, glaube ich, oder? Gehört das jetzt zur Musik? So, ich habe auf jeden Fall die Basis erreicht. Ne, ist die falsche Basis. Ach, das ist die Straße dahin, wo ich hin will und ich wollte mir hier ein Auto schnappen. Sorry, ich war jetzt total durch den Wind. Torsteuerung? Moment, jetzt bin ich doch nochmal neugierig. Kann ich hier das... Ah, da kann ich das Tor auf und zu machen. Ja, ne. Kriege ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? Was machst du da? Ich lasse dich mal allein hier mit deinem... Hey, Rico! Wer weiß, was sie da tut. Kann ich hier nicht einsteigen? Was soll das denn? Da kommt er, der König der Rebellen! Und die Fahrt und den anschließenden Kampf gegen die Hauptbase. Den sehen wir uns das nächste Mal an. Macht's gut, bis dahin. Ciao!